Eine Runde noch, würde ich sagen, dass wir da gleich bei der Omi sind und dann weitermachen da. Dass wir da auch irgendwo speichern können. Da hinten ist eine Schatztruhe. Würfeldämon. Alter Schwede. Probieren wir mal hier einen Angriff. Dann einen Angriff. Machen wir mal einen Zauber wieder. Hier machen wir vielleicht eine Stärkung auf Flash. Das kriege ich gerade nicht hin. Einen Schadenspunkt. Dann machen wir halt den. Machen wir Gepäck. Zack, benutzen. Und den auch drauf, weil er da hinten ja pennt. Das ist eigentlich egal. Drei Points. Ein machen wir dahin. Mal zwei da drauf. Kriegsschrei. Toll. Die Wund. Genau da ist das Ding. Dann können wir hier vorne speichern. Noch mal einen schnellen Ruhiggang. 40 geht ganz gut. Top schneller Durchgang ist ja gar kein Problem hier. Eine Kuh, dann gehen wir gleich noch vorbei, wenn wir dran kommen. Da ist wohl die Omi. Wo wir halt hin müssen. Warum wohnt die denn so weit? Gucken. Was wir von da rauskriegen. Guten Tag. Ich wollte erstmal hier Inspektion machen hier. Na, die hatten hinten noch einen Schrank. Seidenrobe. Mini-Medaillen. Das ist ein OP. Alles, wenn man ein. Verstehe nicht ganz. Die seltsame Hügel stromauf jetzt von hier so. Ob die was wissen. Nun, ich habe eine seltsame Ruine auf dem Gipfel des Großhügels flussaufwärts entdeckt. Okay. Wenn ihr um das Haus herumgeht und dem Fluss einer stromabwärts folgt, werdet ihr einen Pfad stoßen, der zum Ufer hinabführt. Weil ihr dort unten seid, geht ihr. Irgendwo eine Höhle, okay. Okay, hinter dem Haus ist was. Könnte sicherlich erklären, super. Ich würde aber gerne hier hinten lang gehen. Jetzt ist es ja natürlich die Frage. Ich denke mal, dass sie meinen aber von dem Haus hinterher. Ja,
Schlossen. Mal gucken, ob wir hier rankommen. Einige warte im Gegenzug. Ja klar, eine Schwelle von 10 ist immerhin besser als nix. Dafür sind wir wieder voll, anstatt irgendwo zu übernachten, wo wir gar nicht wollen. Ich würde sagen, ich mache hier einen Speicherpunkt. Sicherlich. So, das heißt, wir müssen an der unteren Zeit speichern. Klatsch. Oh, da geht irgendwas flöten bei mir. Düdüdün. Na, sicherlich möchte ich fortfahren. Oh, da haben wir fix abgespeichert. So, jetzt hören wir den Wünschen der Omi bzw. Emmas Großmutter mal folgen. Die beiden Herrschaften sagten, wir sollen an dem Fluss entlang gehen. Jetzt ist nur die Frage. Vielleicht sehen wir schon von hier, wo wir hin müssen. Da ist, könnte was sein. Es könnte jetzt auch da hinten sein. Das ist natürlich jetzt die Frage, kriegen wir was auf die Weltkarte irgendwas gerissen? Er sagte auf jeden Fall hinter dem Haus. Das heißt, es würde da hinten vielleicht sein. Aber wir kriegen es mal ein paar Finder. Ah, Wampendrachen. Machen wir das mal so. Dann machen wir mal benutzen. Und dann gibt es hier gleich noch einen Shepper drauf. Ah, 15. Okay, schon down, das war's, ja. Also so stark sind die jetzt noch nicht. Hier ist ja eine Schatztruhe mit einer Flasche frischen Milch. Ja gut, brauchen wir noch Labpulver. Mir geht's ja auch nur darum, dass wir hier fast schon wieder weiterkommen. Hinter dem Haus rum und dann auf die... Ah, hier. Oh, was fertig geworden. Was hatten wir denn da noch reingepackt? Ach ja, oh, den Wasserschimmelpilz. Genau. Müsste jetzt kalter Käse sein oder so? Kühlen Käse. Genau. Hatte ich mich ein bisschen mal beobachtet, was darum geht. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch ein Slot wieder in der Anzahl davon. Damit wir eigentlich weitermachen können und ein paar Arten von dem Schimmelkäse-Transfer. Das hatte ich auch gesehen, das kann hier rein. Und der kann eigentlich auch nicht wegwerfen, sondern da unten rein. Dann passt das alles in den Beutel. Dann haben wir oben noch ein bisschen Platz. So, jetzt flussaufwärts. Soll es weitergehen. Duck. Machingis machen wir. Ne, da machen wir Zauber. Haben wir noch. Gehen eine Runde und dann machen wir hinten auf C. So. Na gut, der C, der macht uns jetzt nicht so den meisten Schaden. Okay, der ist noch da geblieben. Würde ich sagen, räumen wir das Feld von hinten auf. Wenn die beiden noch schlafen. Ne, stopp. C, C. Können wir glatt auf A gehen und sagen wir ja auch A. Schläft noch, super. Ja, jetzt gehen beide auf A oder auf B. Haben wir noch die eine Chance. Ach, Gea. Ah, zu langsam gewesen, um mich zu muten. So, jetzt habt ihr das mitbekommen. Ging nicht anders. Ah, komplett übersteuert. Ist natürlich jetzt die Sache, ob er es wieder hinkriegt. Hätte bestimmt übersteuert sein, ja. Müssen wir jetzt mal gucken, was wir hinkriegen wieder. Das kann so bleiben. Er sagte flussaufwärts. Nee, geht's aber nicht weiter. Das heißt, wir müssen flussabwärts. Geh mal da weiter. Guck, guck. Und. Oh ne, Kalamari-Knist. Mm. Ai, 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 ai.
Machen wir erstmal den und den. Und die Dreiergruppe. Okay, machen wir den noch. So, jetzt mal Turbo ein. Was schwimmen wir woanders hin? Hä, was ist das denn jetzt für eine Fähigkeit hier? Oder was soll das für eine Verarsche sein? So, machen wir einfach mal so einen Stun-Angriff hier komplett. Dass wir vielleicht zwei Viecher wegkriegen, hoffentlich. Ah, die sind schnell. Aber auch schwach. Direkt ins Auge rein hier. Rumgepiekst hier. Geht einfach weiter. Also Angel Level 14. So, Mega-Stärkung, super. Drei Talentpunkte. Zwei da drauf, einen wieder auf Charisma und fertig. Jo. Eichenholzknüppel. Okay. Für den brauchen oder nicht, das weiß ich nicht. Ich glaube eher weniger. So. Dann gehen wir halt hier weiter. Könnte der Berg da hinten sein, wenn man das so... Das so sehr. Das ist eine Gruppe. Das heißt, wir machen den. Den Zauber wieder auf Gain. Haben wir noch C mit. Genau den falschen, den wir angreifen. Machen wir einen schnellen Stun-Angriff. Ja. Und passiert uns wieder nichts. Das war ein kritischer Schaden. Der hat aber auch gesessen. Das ist natürlich das Problem. Jetzt steuert das gleich ein bisschen.